Der erste Ting der Titanen findet vom 8. bis 10. Oktober unter dem Leitmotto Rechte Lebensführung zwischen Hedonismus und Askese statt. Das etwas sperrig wirkende Leitmotto möchte ich kurz erläutern. Bei unserem Seminar soll es nicht um politisch weltanschauliche Fragen gehen. Denken Sie an die eben eingeblendete Dangelsche Matrix der nationalen Idee. Es soll auch nicht um politische Formationen gehen, also Parteien oder sonstige Bewegungen. Ganz im Mittelpunkt steht bei diesem Seminar das Individuum. Wir sehen das ganze Seminarwochenende geprägt von dem politischen Glaubensbekenntnis von Roland Bader, der da sagte, ist es nicht das größte Menschenrecht, in Ruhe gelassen zu werden. Wer sich über dieses politische Glaubensbekenntnis wundert, der sei daran erinnert, der Satan unseres Alltags, genannt Staat, der neue Leviathan ist allgegenwärtig und wird jeden Tag übergriffiger. Auf die irren Corona-Schutzmaßnahmen, Anführungszeichen, sei verwiesen. Betrachten wir das Leben im Allgemeinen, so fällt nur in ganz wenigen besonderen Glücksfällen das kollektive Glück, also das Wohl eines Volkes, mit dem individuellen Glück zusammen. Ich denke, wir sind uns einig, in Bundland, also dieser links-grün versifften bunten Republik, ist das kollektive Glück für Personen, die der nationalen Idee verhaftet sind, gänzlich unmöglich. Somit bleibt nur das individuelle Glück. Wir stellen uns also im Rahmen dieses Seminars die Frage, was ist sinnstiftend für das Individuum, das diese nationale Idee vertritt? Was macht den Patrioten von heute glücklich? Um diese Frage zu beantworten, haben wir namhafte Repräsentanten der nationalen Idee eingeladen, die ihren Lebensgang schildern und ihren Lebensentwurf darstellen. Alle, aber auch alle sind vertreten, vom Veganer zum Straight Edge, vom Kampfsportler zum politischen Aktivisten, vom Anhänger der Bukowski-Rechten bzw. Koma-Kolonne zum philosophierenden Vertreter der Apolitea im Sinne von Julius Evola. Diese Selbstfindung oder zumindest Selbstvergewisserung der Teilnehmer unseres Seminars hat einen einzigen Sinn. Nur der starke, in sich ruhende Individuum ist in der Lage, Gemeinschaften zu errichten oder als wichtiges Mitglied von Gemeinschaften aktiv zu sein. Und gerade diese Gemeinschaften gilt es in Zeiten der bunten Republik zu schaffen, seien es Glaubensgemeinschaften, Weltanschauungsgemeinschaften oder gar Siedlungsgemeinschaften oder seien es schlicht und ergreifend Netzwerke, die uns den Alltag leichter machen. Wichtig ist allein, diese Gemeinschaften sind parallel von Bundland zu errichten, nein, sie sind konträr zur bunten Republik aufzustellen. Es gilt festzuhalten, unseren Alltag mögen wir in der bunten Republik bestreiten müssen. Unser Leben, unser wahrhaftes Leben, das entfalten wir nur in unseren Gemeinschaften. Diese Konstellation wird in wunderbarer Weise im Deutschen Bundestag abgebildet. Mit der AfD will keiner etwas zu tun haben. Während die AfD dieses Ausgegrenztsein als Defizit empfinden muss, weil sie nun einmal aufgrund ihrer Konzeption als Partei am parlamentarischen Betrieb teilnimmt, so können wir demgegenüber im Alltag und in unserem Leben den Spieß herumdrehen. Uns macht es gar nichts mehr aus, dass alle uns ausgrenzen. Wir sagen vielmehr, wir wollen nichts mehr mit euch zu tun haben. Aber unsere immer breiter und vielschichtiger aufgestellten Gemeinschaften werden jeden Tag stärker. Und das dürfte, insbesondere in Krisenfällen, zu einem Riesenproblem für die ethnisch entkernte, degenerierte und identitätslose bunte Republik werden. Arbeiten wir mit aller Kraft im Rahmen unseres Seminars an dieser Entwicklung.